So, hallo YouTube, was geht? Beim Zocken ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass meine Nvidia-Grafikkarte einen deutlichen Leistungsabfall verzeichnet hat. Meine ältere Nvidia GTX 1060 aus der vorletzten Serie hat bei zunehmenden Treiber-Updates auf neuere Versionen und halt Implementierung von neuen Features in vielen Games einfach einiges an Leistung verloren. Was für mich nicht erklärlich war, weil diese Games nicht wirklich anspruchsvoller geworden sind. So, jetzt habe ich versucht, diesen Leistungsabfall mit einem Downgrade des Nvidia-Treibers wieder wettzumachen, was meiner Meinung nach zumindest bei mir in Fortnite relativ gut funktioniert hat und ich mehr wieder zu alten, oder zumindest von der Framerate her wieder an alte Werte komme oder mich an alte Werte annähern kann, die ich jetzt vielleicht zum Beispiel vor einem Jahr hatte. Der Nvidia Game Ready Treiber fixt Bugs, verbessert eigentlich die Leistung der Karte und implementiert neue Features. Trotzdem war es, wie gesagt, bei mir so, dass meine ältere Nvidia GTX 1060 deutlich weniger Leistung hatte. Deswegen habe ich ein manuelles Driver Downgrade vorgenommen, um sozusagen zu einer älteren Version zurückzukommen, bei der ich mehr Leistung hatte, da mich neue Updates oder zumindest die neuen Versionen mit einer älteren Karte eher nicht so betreffen, beziehungsweise ich auch auf die Neuerung verzichten kann und der ältere Treiber auch ganz gut läuft, ich aber eine bessere Performance habe und mehr aus meiner Grafikkarte rausholen kann. Deswegen möchte ich hier in diesem Video kurz zeigen, wie man den GeForce Game Ready Treiber manuell downgraden kann. Um jetzt den Treiber zu downgraden, müssen wir auf die offizielle Treiber-Website von Nvidia. Die habe ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr sie einfach anklicken und mir die Schritte nachmachen. Direkt hier im ersten Fenster sehen wir direkt Manual Driver Search. Hier können wir unser Produkt bzw. unsere Grafikkarte eingeben, Sprache und den Download-Type auswählen und dann sucht uns das Programm mögliche Treiber der letzten Monate, die für unsere Grafikkarte in Frage kommen. Ich habe mir zum Beispiel eine Nvidia GTX 1060 auf dem Laptop. Ich gebe hier Produkt-Type. GeForce, das sollte, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, die meisten von euch haben. Sehr wenige haben eine Titan-Grafikkarte oder andere Typen. Dann gehe ich hier natürlich auf meine Serie. Das ist bei mir die 1060 aus dem Notebook, also GeForce 10er Series. Notebooks gebe ich jetzt zum Beispiel hier ein. Dann erst kurz als Produkt nehme ich dann hier die GeForce GTX 1060. Die meisten Systeme von euch sollten mit Windows 10 64-Bit laufen. Da sollte man sich nichts verändern. Im Normalfall. Und die Sprache könnt ihr manuell auswählen. Das ist natürlich bei mir Deutsch. Download-Type ist auch ganz wichtig. Wir beziehen uns natürlich hier nicht auf den Studio-Driver, sondern zum Zocken und auch für die Gaming-Performance natürlich auf den Game-Ready-Driver. Dann können wir hier die Suche starten. Es lädt etwas und nun werden uns mehrere Treibermöglichkeiten aufgezeigt. Hier der neueste, den ich aktuell installiert habe. Jetzt kommen hier aber auch ältere und wir kommen hier back bis zum September 2020. So. Dort können wir dann einfach auf Get Download draufdrücken. Das lädt dann wieder etwas. Dann werden wir alle zu und dem jeweiligen Treiber. Hier wird die File Size, also die Größe des Downloads, noch beschrieben. Windows 64-Bit und Deutsch passt alles bei mir jetzt. Man kann hier einfach auf Download Now drücken. Hier Get the GeForce News brauchen wir nicht. Das kann man einfach wegklicken. Und nun wird der Treiber runtergeladen.
Sollte warten, bis der Treiber untergeladen ist natürlich und dann kommen wir zum nächsten Schritt. So, jetzt habe ich die Datei geöffnet. Unser System sagt uns, ob wir Änderungen an unserem System zulassen wollen. Das müssen wir natürlich für den NVIDIA Package Launcher zulassen. Und dann wird uns hier der Extraction Path noch angezeigt, wo das gespeichert wird. Müssen wir wieder auf OK drücken. Und dann wird der Treiber schon installiert, beziehungsweise die Installation startet. Weiter kommen wir jetzt zur Überprüfung der Kompatibilität. Das ist aber kein Problem. Haben wir den NVIDIA Software Lizenzvertrag. Müssen wir natürlich zustimmen. Wir können jetzt die Express-Installation oder die benutzerdefinierte Installation wählen. Dann nehmen wir natürlich die empfohlene Express-Installation. Einfach simpler und empfehlenswert, wie gesagt. Der Grafiktreiber wird jetzt installiert. Und nach kurzem Warten ist auch diese Installation fertig. So, nach Abschluss des Downloads wurdet ihr jetzt noch benachrichtigt, dass euer Download natürlich abgeschlossen ist. Nichts wirklich Wichtiges mehr. Jetzt sehen wir hier oben aber direkt, dass wieder die neueste Version, von der wir ja downgraded haben, schon einer älteren Version, direkt wieder zur Verfügung steht. Das heißt, sollte euch das Downgrade keine Performance-Vorteile bieten oder eure Karte generell schlecht tun, weil alte Bugs oder Kompatibilitätsprobleme wieder auftreten oder generell das, was ihr euch erhofft habt von einem Downgrade, nicht eingetreten ist, könnt ihr den neuesten Treiber wieder auf eure Grafikkarte laden. Aber zum Beispiel bei mir, hier steht jetzt hier unten GeForce Gamer Driver, die ältere Version vom 28.09.2020, die ich vorher ausgewählt und zu der ich auch die Downgrades habe. So, wichtig ist natürlich jetzt zu sagen, dass natürlich der Leistungsabfall oder die Leistungsveränderung, die jetzt zum Beispiel bei einem Treiber-Update passieren kann, natürlich nicht unglaublich groß ist. Das wird sich alles in Rahmen behalten. Trotzdem habe ich einen deutlichen Leistungsaufschwung wieder gehabt, als ich das zurück downgegradet habe und habe sogar mit alten Framerates wieder spielen können. Zum Beispiel in Games wie Fortnite oder GTA. Dennoch ist es natürlich so, dass bei den meisten Games, wie zum Beispiel jetzt League of Legends oder Rocket League zum Beispiel, die nicht so viel Leistung brauchen, man eigentlich keinen Unterschied merkt. Aber gerade genau bei älteren Grafikkarten, wie jetzt zum Beispiel meiner 1060, Karten der 10er-Serie, kann es natürlich sein, dass man jeden Frame braucht, gerade wenn man vielleicht Games in höheren Einstellungen spielen will und trotzdem noch eine flüssige Framerate über 60 FPS haben möchte. Und aktuell ist ja der Hardware-Markt ziemlich down und deswegen kommt man nicht so gut an neue Karten ran. Manche kann man sagen, vielleicht müssen noch mit ihrem alten System rauskommen. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn man vielleicht mal die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen Leistung wieder rauszubekommen. Aber natürlich ist es nicht garantiert, dass ein Nvidia-Treiber-Downgrade natürlich eure Leistung zurückgewinnt oder ihr natürlich das neue Updates dann wieder zu Optimierungen sorgen und dann vielleicht neuere Treiber-Versionen wieder die Performance eurer Karte positiv beeinflussen. Bei mir war es halt vor allem so, dass Ende 2020 bei den Treiber-Versionen ich wirklich einen deutlichen Leistungsabfall meiner Karte gemerkt habe und deswegen dem auf den Grund gegangen bin. Deswegen ist das hier vielleicht ein möglicher Fix, kann man vielleicht sagen, um vielleicht zur alten Leistung zurückzukommen. Das ist aber auch schon alles. Ciao.